wenn wir alle zu wenig bezahlt werden, dann ja, ist einfach keine Wertschätzung da. Ich habe ja auch nicht so viel Zeit im Leben, dass ich sage, ich kann jeden Tag 40 Minuten umsonst arbeiten. Und es wird einem extrem viel abverlangt, auch in dem Job. Man steht immer unter Druck, es muss mehr Umsatz gemacht werden, ihr müsst besser verkaufen. Warum soll ich dann nicht auch angemessen dafür bezahlt werden? Man hat es jetzt nicht laut gesagt, aber ich habe unmissverständlich Signale bekommen, so nach dem Motto, sei froh, dass du schwanger bist, sonst würden wir dich sicher rauswerfen. Ich war fix und fertig, also wirklich, ich bin nach Hause gekommen, ich habe so geweint. Hatte in Folge auch mit Bluthochdruck dann zu kämpfen, war dann auch krankgeschrieben, weil es ja sehr gefährlich ist in der Schwangerschaft. Ich hatte sicher 70 oder 80% der Belegschaft hinter mir, weil sie gesagt haben, das ist gut, dass das jetzt endlich mal jemand anspricht. Und ich denke mir, wenn ich was Gutes machen kann und eh schon für mich das anspreche, warum dann auch nicht für alle anderen? Das Ganze hat sich wirklich sehr lange hingezogen, weil der Arbeitgeber, also mein Arbeitgeber, sich halt immer wieder Zeit gelassen hat. Mein Berater von der Arbeiterkammer hat sich wirklich dahinter geklemmt, hat immer wieder bei mir nachgefragt, ob es was Neues gibt und hat dort immer wieder Druck gemacht, hat immer wieder geschrieben, hat Telefonate geführt. Also der hat sich da wirklich sehr, sehr bemüht. Ohne die Arbeiterkammer hätten wir da sicher gar nichts erreicht. Gerade meinem Berater bin ich so dankbar dafür, dass er da auch immer wieder auch Mut gemacht hat einfach.